Also geboren bin ich in Bichl, wie die meisten aus Havanna wahrscheinlich. Dann bin ich hier 6 Jahre lang in Reute gewohnt, weil ich bin Enkel vom Sporthaus Paulweber. Ich habe in Reute gewohnt und viel vom Geschäft mitgekriegt natürlich. Dann sind wir auf Vils gezogen, in Vils bin ich dann in die Volksschule gegangen. Dann nach der Volksschule bin ich ins Gymnasium in Reute gegangen, eben die 8 Jahre. Danach war es die ganze Geschichte natürlich mit meiner Karriere, mit meiner Langlauf, mit meiner sportlichen Karriere habe ich dann angefangen. Beziehungsweise im letzten Jahr, vor eigentlich im Matura-Jahr, wo man das normal nicht machen sollte, habe ich mit der Sportlerei richtig angefangen. Aber naja, man denkt, da haben wir relativ viel Zeit, weil da hast du das halbe Jahr ist eh frei oder 3/4 vom Jahr frei, Matura-Vorbereitung. Da habe ich nach Matura eben gemacht und nebenbei gut trainieren können. Danach habe ich Bergwanderführer-Ausbildung gemacht, weil ich habe ja neben Sport was braucht. Da war es mit den Sponsoren natürlich noch nicht so, weil wir haben ja keinen Bekanntheitsgrad gehabt. Und wir müssen zuerst einmal die ganze Sache entwickeln und fest trainieren, dass sie weiter vorkommen und ein Rennen gewinnen. Und zudem habe ich eben die Bergwanderführer-Ausbildung gemacht. Bin 3 Jahre, früher bin ich schon heute, 3-mal in der Woche Wanderungen habe ich geführt. War eine schöne Zeit. Auf der anderen Seite war es natürlich auch ein Training, weil wenn man jeden oder 3-mal in der Woche 4-5 Stunden oder eigentlich länger am Berg ist, auf die anderen Leute aufpassen muss und so, das ist alles ein bisschen ein Grundlagentraining. Das hat mir wahrscheinlich sehr viel gebracht für meine Karriere. Danach habe ich angefangen mit der Trainerausbildung, also zuerst in Lehrwart in Innsbruck, dann in Trainer Grundkurs, wiederum in Innsbruck und dann die Spezialtrainerausbildung, also das ist die höchste Trainerausbildung in Österreich. Und das ist eigentlich früher oder später mal ein Ziel, dass ich als Trainer arbeite bzw. andere Athleten unterstützen kann. Und ja, das war jetzt einmal so vom Allgemeinen. Nachher, ich bin verheiratet. Meine Frau, die Ingrid, die ist selber gute Langläuferin gewesen, hat in Italien einen Haufen Erfolge gehabt, war sogar italienische Meisterin und war auch immer auf die Bewerbe. Wir haben uns lustigerweise beim Wasserlauf kennengelernt, aber okay, auf der anderen Seite nicht lustig, weil eigentlich ist es eh logisch, wo soll ich sie sonst kennenlernen, außer beim Langlaufrennen. Sie war eben immer da, aber ich denke mal, das hat halt passt an dem Tag, wir sind zusammengekommen irgendwie, haben uns in Mora in einem Geschäft, also im Zielort vom Wasserlauf in einem Geschäft gesehen haben wir uns natürlich schon öfter, aber da haben wir uns noch einmal gegenseitig angesprochen und ganz wichtig bei der ganzen Geschichte war dabei ihre Tante, weil die ist eigentlich zu mir hergekommen und hat gesagt, oh, hey, ciao, Mieto, und alle in Italienisch noch mit mir gesprochen. Mieto ist ganz lustig, das ist eigentlich ein Spitzname, aber das sagt eigentlich nur die Tante von Ingrid, weil der Juha Mieto, der war 2 Meter groß, hat 120 Kilo gehabt, so einen Bart und war ein finnischer Hühner und ein Weltklasse Langläufer eben. Und irgendwie habe ich sie anscheinend an den erinnert. Und sie hat uns mir und mein Kollege zum Essen eingeladen. Dann sind wir ins Haus, wo halt sie gewohnt haben, die Italiener, das italienische Team. Haben wir abends Nudeln gegessen und da habe ich eigentlich Dinge zu kennengelernt. Hat natürlich Spaghetti gegeben und mein Kollege, der schneidet die Spaghetti immer mit dem Messer in lauter so kleine Spritzel. Also war eine ganz lustige Geschichte. Und ich habe ja das natürlich die Tage davor schon mitgekriegt, dass er das macht. Und ich habe gesagt, Bursche, es wäre nicht schlecht, wenn vielleicht den mal wickelst und nicht in kleine Brücken schneidest die Spaghetti. Ich selber habe mich auch zusammengerissen. War noch ganz okay. Also wir haben das ganz gut hingebracht. Sogar die Tante hat uns gelobt, wie gut wir essen können. Ich weiß zwar nicht, was sie gedacht habe, aber nein, wir haben das ganz gut hingekriegt und sind wir immer in Kontakt gewesen, die Ingrid und ich, eigentlich die ganze Zeit, so nach dem Wasserlauf. Nachher sind wir uns gleich sehr sympathisch gewesen, also es ist über 3 Monate circa ist das gegangen. Und dann hat sie mich eingeladen zu ihr. Sie wohnt im Friaul, also das ist der östliche Teil in Italien, Norditalien. Das ist ein super Gebiet, auch voll bärig, also das sind die Karnischen Alpen, also echt schön. Also es ist ähnlich wie bei uns, bloß auf der Südseite halt, da habe ich mich gleich wohl gefühlt. Ja, und da sind wir eigentlich nachher schon zusammengekommen. Nachher ist sie hier raufgekommen und ja, beim zweiten Mal hat es noch die ganze Geschichte hat's noch schon gefunkt. Hat hier oben gleich einen Job gefunden und 2002 haben wir geheiratet. Und 2007 haben wir geheiratet, 2002 haben wir uns übertroffen und sind zusammengekommen. Und ja, seit 2008 haben wir einen Bub. Der Patrick, das ist unser Schatz natürlich. Also der wird wahrscheinlich auch bald einmal anfangen. Der hat vor kurzem seinen ersten Ski gekriegt. Also ich selber bin mit 2,5 das erste Mal auf Ski gestanden, bin in Reute auf der Einfahrt vom Sportgeschäft aus- und eintreten und dann hinten beim Postbuckel, wenn man sagt, habe ich angefangen zum Runterfahren. Ich war noch eher der Alpine wie der Langläufer, weil das Rauftreten, das hat Mama müssen für mich erledigen, weil das war mir zu anstrengend, die müssen mich mal raufziehen. Also da hat es mir die ganze Geschichte mit den Ski neu zertaugt, aber wo wir dann das erste Mal am Schuller Wiesl
Rettungslift waren, da ist noch dahingegangen mit dem Lift, wo ich ihm rauftreten und müssen. Aber okay. Ja, und mit meinem Klonen schätze ich mal, wird das ähnlich gehen. Also der hat schon, hat schon die Tendenz, dass er schon gerne draußen ist und sich bewegt, aber ich denke mal, der wird eher auch am Anfang zumindest eher der Alpine sein.